Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Terranigma. Wir haben im letzten Part mit der Königin Lina gesprochen, die uns sehr bekannt vorkam. Haben uns ein Schlafbuch gebaut und wollen jetzt gucken, ob wir das irgendwie verwenden können. Warum probieren wir es nicht einfach? Auswählen natürlich. So. Okay, Essen ist fertig. Jetzt dazu geschaut, wie wir es reingefüllt haben, aber okay. So. So. Wir schlafen, sehen, stehen, schnarch. Omnomnom. Und hier Omnomnom. Oh, nicht gesehen. Oh, nee. Omnomnom. Omnomnom. Schnarch. Feier werde ich auch nicht runtergehen müssen, Mann. La. Wir haben alles zum Schlafen gebracht. In jedem Spiel, wo man hüpfen kann, man. Weil man es kann. Oh, schnarch. Schnarch. Kann ich nicht lesen. Oh, hallo, schnarch. Schlaf nicht an dem Schnarch. Alle waren nach dem Essen aus irgendeinem Grund eingeschlafen. Hey, du wirst mir einen kleinen Gefallen tun. Öffne diese Tür für mich mit dem Schlüssel der Wache. Was meinst du? Natürlich. Kein Problem. Es war also der Wache, den Schlüssel mapsen. Reck bei dich, ich stehe auf dich. Sehr schön, das muss der Schlüssel zum Kerker sein. Hallo, den Kerkerschlüssel. Das sieht aus wie ein Schwer, nicht aus wie ein Schlüssel. Aber okay, wollen wir mal nicht so sein. Hallo, benutzt den Kerkerschlüssel. Entschuldigung. Okay, Kumpel, du bist frei. Danke, Bruder, ich schulde dir etwas. Zum Dank verrate ich dir, wo die Schatz des Königs versteckt sind. Im Schlafgemach des Königs befindet sich eine Geheimtür. Dahinter befindet sich ein wertvolles Relikt. Hol es dir. Okay, Kumpel. Ich weiß nicht, wie Schlafgemach des Königs ist, fällt mir gerade ein. So. Gehen wir mal hier rein. Ach, wir sind einmal nicht links abgebogen, ne? Hier. Zack. So, der Vorrat. Vorraum. Auch kein Vorraum. Sind auch alle im Stehen. Da ist keiner, die sind. Ist gefallen. Aber wo soll denn der Raum sein für den König? Wo ist der Königsraum? Bin ich blind? Ist der Mond wirklich gesehen habe? Na gut, vielleicht habe ich ihn gesehen. Ah, erster Stock. Ist da. Das Schloss. Hab ich schon links? Aber jetzt auch bestimmt. Aha. Ja, genau hier in der Mitte war ja noch ein Weg. Genau hier. Ah. Ah. Bilder. Komm mit dem Geheimgang. So, erster Stock. Zweiter Stock. Schnarch. Melina. Oh, wenn das nicht die Prinzessin ist.
Warum schlafen sie nicht, Prinzessin? Sie essen wenig. Hahaha, Cello! Die Prinzessin scheint dich nicht zu mögen. Verschwinde! Sie sieht aus wie Melina, aber sie benimmt sich anders. Genau, kann ich wegschieben. Ist es eine Statue oder was? Kriegt Bücherregal. Okay, nicht. Schnarch. Über die Statue nicht. Schnarch. Geheimkammer. Turm. Oh nee. Turm. Kristall. Yeah. Verliert ein Kristall und eine Schatztruhe. Was ist da bloß drin? Die Hemsglocke erhalten. Yeah. Jetzt kann ich Postbote werden. Oder Versandstupi. Was ist hier? Gemacht von Katrina. Oh, ist das schön gehört. Oh, oh, Teppe. Dicke Teppe. Hooligans! Boom! Sprungwurf, zack. Mega Attacke. Als ob da drin jemand schläft. Beinbeinig. Arm auseinander. Ich hab nichts gesagt. So, mit der Melina her. Schnarch. Gibt's also nichts weiter. Aber die Hermesbrücke ist sehr wichtig. Irgendwie muss ja der König zu diesem Dorf gekommen sein. War ich da schon, ne? Schnarch. Aus der Bibliothek. Gut. Haben wir hier alles erkundet. Aber wo ist Melina hin? Okay, vor kurz mal speichern. Oh, Heinz. So, weiter jetzt auf zu diesem Wald davor, der Glocke ausrüsten. Ausrüsten, wunderbar. Ja, wie ich gesagt habe.
hätte mir noch Gegengift holen sollen. Gegengift gekaut. Oh, nom, nom. Also hoch und nach links kommt hier nicht nach links zu. Am Anfang habe ich aufgefallen. Immer am Anfang. Also hoch, nochmal hoch. Die sind echt nicht in den Hoch. Sternenbrücke, Stockholm liegt hinter der Brücke. Brücke ist unpassierbar. Ich muss noch einen Umgang suchen. Oder ich muss wohl oder über den Vatertiere folgen. Heilen und Gegengift bauen. Ja, weil ich hasse Gift. Also immer, ich hasse überall Gift. Ach nee. Schatzzone. 88 Tat. Es wird dunkel. Eine Lampe. Lampe. Ist hier noch irgendwas? Vielleicht das Weg sonst war. Dass er mich etwas magisch anzieht, dass der Geist der Ärger aus Lore sein oder ein Tier. Was fühle ich? Angst. Aber ich muss ziemlich zusammenreißen. Ich meine, wenn ich dir hält, dieser Spiel ist also keine Angst. Also, okay. Ich habe keine Angst. Niemals. Ich geröstet.
ein, bevor mich wieder irgendwas bastet. Ich möchte dieses kauen. Nein, ich möchte dieses nicht kauen. Kein Geheimnis oder so. Oh. Hilfe! Dieser Schrei! Boah, dieser Schrei kam von hinten. Ich finde heraus, was für ein Schrei war. Achso, was denn? Achso, okay. Der Kopf war hinter mir, aber es kam von vorne. Nee, hä? Verarsch mich doch nicht. Mylin? Ich hatte furchtbare Angst. Mylin, was machst du hier? Ich wollte bei dir sein. Hey Sella, du bist wirklich stark. Du suchst den nächsten Wald nach Stockholm, nicht wahr? Ich begleite dich und werde dir nicht im Weg stehen sein. Okay. Musik ist weg. Da ist sie wieder. Zack, 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 zack. Da ist nichts. Hä? Wie ist er hier hingekommen? Ich hab keinen Weg. Keine Geheimnisse für mich. Was die Brücke anscheinend wieder. Ich muss ja fast recht haben, die andere Seite. Weil schade. Geh ruhig. Schweig. Nichts zu finden. Oh. Jawohl. Ich wollte Kristall gar nicht aufgeben, ist wieder vergiftet. Auch Level Up endlich. Dafür gibt es eine Spreide her. Sag also. Da geht's bei dir. Okay. Aha, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Feuerteile. Level 19 erreicht. Abwehr steigt um 11. Stärke steigt um 2. Abwehr steigt um 2. Glück steigt um 1. Ich bin stärker hier. Stärke geworden. Boah, ich bin immer noch. Macht was gegen euch. Aber ich würde sagen, dass es hier erstmal für mich war. Und ich hoffe, es euch hat es euch gefallen. Könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben oder ein Abo dalassen. Und auf alle Fälle bis zum nächsten Mal. Tschüss.